Hallo zusammen, heute hat Seis gegen Mellingen gespielt und hat 6-2 gewonnen. Bei mir ist Winterpartner der Angelo Gerber. Er ist linker Innenverteidiger. Außenverteidiger. Angelo, ich möchte gerne mal eine Spielanalyse auf. Wie hast du das Spiel gefunden heute? Grundsätzlich sehr gut, dominant, sehr guter Spielfluss. Schluss ein bisschen wild geworden, zu viel wollen, aber im Großen und Ganzen sehr zufrieden. Habe ich auch so gesehen. Und auch am Schluss haben sie sich auch spielen lassen. Ja, das ist so. Was hast du für ein Ziel von dir? Möchtest du aufsteigen? Aufsteigen, definitiv. Ja. Mit dieser Mannschaft ist das Hauptziel, ja. Was meinst du, was kann man von dieser Mannschaft noch verbessern? Oder gibt es da noch? Es gibt immer Sachen, die man verbessern kann. Ich denke, es ist aber schon vieles gut, wenn man die Strafpunkte anschaut, die Goal, die man macht, wie wenig man bekommt, dann sind wir auf dem richtigen Weg sicherlich. Ja. Wie findest du das Training von Tomo? Sehr gut, sehr abwechslungsreich. Ja. Er passt immer wirklich auch der Mannschaft an. Und dort sind wir sehr zufrieden. Und bei welchen Vereinen bist du jetzt bis jetzt gewesen? Wettigen, Neuhof, Spreitenbach, Dietike. Ja. Wettigen, wie lange bist du nicht Trainer? Wettigen, das war noch am meisten, das war noch ein ganz junger Jahr. Ja, weil ich bin auch bei Wettigen, Zweitliga Interregional. Nein, dort bin ich dann nicht mehr. Nein, da mit dem Studium zusammen noch. Jetzt sind wir im Achtelfinale im Aargauer Cup. Ja. Und sind der einzige Viertel in dem Club, wo da dabei ist noch. Ich spiele jetzt auch so daheim. Wer würdest du gerne als Gegner haben? Ich denke, der Gegner spielt keine Rolle. Wenn wir unser Spiel durchziehen auf unserem Platz, dann wird es für jeden Gegner schwer, egal ob zweite oder dritte Liga. Ich lasse das auf mich zukommen, ich bin dann nicht so wählerisch. Der Domo hat gesagt, er würde lieber zuerst mal einen Drittliga-Club und vielleicht dann später Wettigen. Wenn es dann weitergeht. Ja, sicher, also umsonst ist es, aber können wir überwintern, das wäre sicher das Ziel, egal gegen wer. Ja. Jetzt noch meine Frage vom allgemeinen Verein. Was würdest du jetzt noch gerne da im Verein, wenn wir vielleicht noch wünschen, die vielleicht besser sind? Grundsätzlich, es kommen immer mehr Leute. Wir haben sehr viele Junioren gesehen, die jetzt nachkommen. Und der FC Spreitenbach lebt wieder. Und ich glaube, das macht Freude auch für die junge Generation, die nachkommt. Ja. Also ich habe jetzt eine Anfrage bekommen. Letzte Woche, ich weiß nicht, schaust du auf Facebook-Seite ab und zu? Ab und zu habe ich Ja, weil es hat da mir einen angefragt wegen einem Fanclub sogar. Ja. Anscheinend. Obwohl, ich glaube, das wird da nicht stattfinden. Man weiß nie. Eine Anfrage gemacht. Das ist nicht wie Wettiger, wo wirklich. Aber es wäre noch schön, wenn wirklich. Vorhin haben wir auch viele Leute gehabt, vor 10 Jahren. Ja, ich denke, umso erfolgreicher Mannschaft ist, umso mehr Leute werden dann wieder automatisch kommen. Jetzt haben wir den schwersten Gegner, habe ich das Gefühl, ist Zurzach. Ja. Und Wind ist halt noch, gell? Aber Wind ist, ich war ja dabei gewesen, zu Wind ist, dort sind wir einfach noch nicht vollzählig, wenig Training und dementsprechend ist es schwierig geworden. Sie haben es aber auch gut gemacht. Ja, ja. Und wir haben auch viele Meister dabei gehabt, gell? Ja, das kann gut sein. Ja, genau. Und jetzt das nächste Spiel ist gegen Wasserschloss. Definitiv. Ja. Ein Sieg gegen Aldrin liegen. Das Ziel ist eins der zweite werden und für das müssen wir einfach alles gewinnen, weil den ersten Match haben wir nicht gewonnen und dementsprechend haben wir den Druck uns von Anfang an selber aufgelegt. Ja. Also gut, danke dir Angelo für das Interview. Danke auch. Tschüss. Ciao.